Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Infiltration Saxony steht an, dann starten wir doch mal gleich. Doch wieder so viel Bäume. Waren die doch erst los? Es sind nur noch ein paar hundert Meter zur Grenze. Wieso wollen wir darüber? Die Grenze ist stark gesichert. Ja, nur eben. Auf der saxonischen Seite. Polania dürfen keine Waffen mehr an der Grenze stationieren, wegen des Friedensvertrags. Na toll. Wir sind hier und das ist die Grenze. Da unten ist die saxonische Hauptbasis. Ich habe zwei Spähtrupps losgeschickt. Nimm dir Männer und triff dich mit ihnen hier und hier. Gefährden wir nicht den Waffenstillstand? Ist das offiziell? Selbst wenn nicht, wäre das denn ein Problem? Nein, gar nicht. Was wir hier wollen. Ha, gut. Wir suchen einen Mann in einer Forschungsstation, eine Stunde westlich von hier. Er besitzt unschätzbar wertvolle Informationen. Für Russwirt. Warum dann so vorsichtig? Ein paar Grenzpatrouillen sind doch keinerlei Problem für uns. Das nicht. Aber ich mag keine Überraschungen. Und es muss nicht alle Welt erfahren, was wir hier treiben. Wie gesagt, wir wollen doch die Waffenruhe nicht gefährden. Ah, kann ich Zubov nicht einfach in die Fresse hauen. Sind meine besten und loyalsten Männer. Sie haben sicher einen Weg gefunden. Ich erwarte Großes von dir, mein Freund. Sperot. Gleichfalls. Dann mal los. Das sollte sich besser lohnen. Ich seh's. Haben wir diesmal einen Plan? Eine weitere Mission? Oh, ich darf nicht mal die Mech steuern. Psst, der hört uns doch. Ich muss weiter. Ja, wir müssen alle weiter. Feindlicher Verband entdeckt. So, dann macht ihn fertig. Nee, wir gehen ihm aus dem Weg. Würde sagen, wir gehen ihm aus dem Weg. Ich muss weiter. Erstmal Nachschub an Männern holen. Oh, Sie sind nicht allein. Da geht's lang. Na gut, dich. Die schießen ich gleich auf mich. Feindlicher Verband entdeckt. Was macht ihr denn? Die haben angefangen, auf mich zu schießen. Oh, mein Mech ist so langsam. Du hast doch extra so ein gutes Exoskelett. Wieso hinkst du denn? Ja, das will ich hoffen. Schieß drauf. Ich will auch so einen Anzug. Ja. Das willst du wirklich nicht. Na, im Krieg gar nicht so unpraktisch. So. Ich weiß, wo ich hin muss. Oh, hier ist auch ein feindlicher Verband. Boah, wieso sind das so viele? Hört mal auf, ausgeschaltet zu werden. Rückzug. Alter, sind das viele. Wieso bin ich so wenige? Ja, ihr habt davon gehört. Das fängt gar nicht gut an. Und jetzt wäre man niedergeknüppelt. Boah. Also den müssen wir auf jeden Fall ausweichen. So, ich habe keine Infanterieeinheiten mehr. Komm schon. Raketenwerfer. Na, immerhin das. Ja, du kommst jetzt hier hin. Und schön hier den Kettenblitz machen. Sehr gut. Ach komm, hau die Gegner doch um. So viel Power haben die gar nicht mehr. Ja. Dann besser die. Komm schon, KI. Auf ihn mit Gebrüll. Ist der Krieg nicht vorbei? Wer sagt das? Dass wir überhaupt hier sind, nicht? Ich bin doch ganz allein. Mal sehen. So. Erstmal mich hochheilen. Wichtigste zuerst. Ressourcen, gut. Ja, Ressourcen sind immer gut. Hoffentlich können wir irgendwann was damit anfangen. Komm schon, sammel mal ein bisschen schneller. Und den Ölvorrat gibt's noch on top. Ich muss verrückt sein.
Oh je, habe ich einfach meinen ganzen Trupp verloren. Ich kann helfen. Zwei Trupps. Na gut. Ein Glück haben wir die Rüstung an, da klappt's auch so mit ungefähr. Hoffen wir mal. Ich seh's. Was siehst du? Ah, die Ressourcen sehe ich hier jetzt auch. Ich weiß, wo ich hin muss. Das ist gut. Das ist gut. Ah, Zwischensequenz. Hey, jemand zu Hause? Kolonel Zubov schickt also sein kleines Monster. Anwesend. Ich will wohl keine richtigen Soldaten mehr riskieren. Falls uns wer sieht, dann denken sie, die Rebellen waren es. Aber uns hat niemand gesehen. Wir sind ja keine riesigen Monster oder irgend sowas. Habt ihr was gefunden? Dark Dodge, den Horchposten auf dem Hügel hier. Sieht halbwegs intakt aus. Wir müssen die Antenne zerstören, bevor wir irgendwas Größeres unternehmen. Ja, das ach so tolle Monster haben wir ja auch dabei. Dieses Monster tritt dich bis nach Dresden, wenn du nicht auf der Stelle die Klappe hältst. Ich glaube, ich kann so weit treten. Verzeihung, Druckmaul. Wollt ihr Subows Liebling nicht beleidigen? Zerstören wir die Antenne. Oh, da werde ich nicht traurig sein, wenn ich den Trupp verliere. So. Ihr sammelt jetzt erstmal Ressourcen. So. Und wir brauchen noch ein paar mehr Männer. Ich hab das Gefühl, wir brauchen ein paar mehr Männer. Ich kann helfen. So. Oh nee, nicht da lang, nicht da lang. Wir gehen schön hier lang. Da wären wir ja sofort tot. Können ja nicht sofort tot werden. Man muss schon. Darauf muss man sich hinarbeiten. Panzerbrecher direkt vor uns. Wenn die unsere Mechs erwischen, haben wir ein Problem. Wir haben ein neues Sekundärziel. Aha, und wie soll. Guckt mal, wie viel hier. Was zum. Und da ist auch noch ein Panzerbrecher. Toll, jetzt greifen die mich direkt an. Komm, hinterlauft sie einfach. Hinterlauft sie. Macht das doch mal schlau. Oh, die machen es nicht schlau. Attacke. Attacke. Komm schon. Ja, dann schieß halt zurück. Könnt ihr es nicht ausrüsten? Na gut, dann nicht. Ah, okay. Die war noch besetzt. Komm schon. Bemanntes Geschütz. Ja, hoffen wir auch, dass ihr dazu kommt. Komm schon. Ja! Schweres Geschütz unter Beschuss! Schild go! Das schwere Geschütz kann aber auch nicht schießen. Oh! Hier sind mehrere Feinde! Ja, dann schaltet er aus! Schieß! Schieß und triff! Oh, da kommen die Nächsten! Das waren wohl Kampfbehörde! Versucht's ruhig weiter, ihr Bastarde! Oh, wieso ist die Mission denn so schwierig? Versucht doch hier lang! Attacke! Was gibt's? Rückzug! Ich muss los! Ja, ja, wir müssen alle los. Wir müssen alle los. Ich mag keine Gesellschaft. Ich verpiesel mich. Juri, wo bist du? Hey, ist hier jemand? Das gefällt mir nicht. Wo sind sie? Nicht hier. Sie gefangen genommen. Verdammt. Konzentrieren wir uns für den Moment auf den Funkturm. Das klingt doch gut. Ich muss weiter. Ja, ja, wir gehen jetzt hier schön nach oben. Zwei Mann sind wir ja noch stark. Sobald ich einen Medizinkasten krieg, kann ich die Einheit auch wiederbeleben. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich glaube, der geht gleich drauf. Oh je. Also so dämlich habe ich mich selten angestellt. Wieso habe ich nicht mehr Einheiten? Ich brauche doch Kanonenfutter. Wir haben Gesellschaft. Ich weiß, wo ich hin muss. Oh, da ist auch noch ein Mech. Wir haben
Infanterietrupp verloren. Ja. Oh, das ist Pech. Schieß doch! Schieß! Weiß nicht, ich finde ihr Bestes gut genug, muss ich sagen. Vielleicht hätte ich das mit mehr Hirn angehen sollen. Vielleicht finden die mich hier drin ja nicht. Falsch gedacht. Komm schon. Ja toll, und die Blitzkanone hat kaum was gebracht. Komm schon. Mach ihn platt. Ja. Komm schon, mach ihn platt. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Schock ihn. Schock ihn. Schock ihn doch. Oh, wir haben kaum Leben. Oh, das können wir doch zerstören. Was? Eine Einheit? Ja, wir sind eine Einheit. Und zwar eine sehr stark beschädigte. Und stellt sicher, dass niemand den Turm benutzen kann. Na also, hoffentlich kriegt man jetzt Verstärkung. Hat gerade so gereicht. Schlechte Neuigkeiten. Die letzte Nachricht hier spricht von polanischen Soldaten, die sie entdeckt haben. Sie wurden aufgegriffen. Wo haben sie unsere ach so unaufspürbaren Speer hingebracht? Sie halten sie hier fest. In einer kleinen Basis jenseits der Grenze. Holen wir sie raus, bevor die Saxonier merken, wen sie da haben. Ja. Verdammt, wieso dauert das so lang? Fertig? Denke schon. Bist du wahnsinnig? Na, klasse. Na, klasse. Holen wir unsere Brüder. Jetzt schlachten wir ein paar Saxonier-Schweine nach dir, Frankenstein. Ach, ein Glück, ich hab wieder Truppen. Ich brauche einen Kasten mit Medizin. Und da unten ist sogar einer. Vorsicht! Ich hab da drüben einen gesehen! Ich weiß, wo ich hin muss. Na gut, du musst dich heilen. Heil dich! Du bist der beste Mann. Was gibt's? Ja! Lassen Sie mich raten. Haltet den Kopf und... Da geht's lang. Los, 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 Bewegung! Sie sind nicht allein! Das ist uns ja egal. Ich muss weiter. Aufgepasst! Hier ist ein Gegner! Ist das schon euer Bestes? Hinterwandert sie! Wir sehen hier viele Gegner! Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, meine Leute hoffentlich auch. Oh! Oh! Nicht schon wieder. Na, immerhin. Komm, nehmt doch mal Deckung, Jungs. Was für ein Suchtrupp? Oh, habe ich viele auf einmal gekillt. Ach, das ist nicht der erste Infanterietrupp, den ich heute verliere. Ja, ihr könnt's ja versuchen. Friendly Fire. Aus dem Weg. Genau aus dem Weg. Ich laufe so lange, bis ich wieder aufgeladen bin. Das ist doch ein guter Plan. Können mir ja hier gar nichts anhaben. Rücke vor. Ja, das will ich doch stark hoffen. So, wir müssen hier über die Brücke. Komm schon. Raketenwerfer ist gleich geladen, sobald die alle auf der Brücke sind. Ach, die lassen mich ziehen. Das ist aber nett. Das ist nett. Ich muss weiter. Ja, du kannst hier gleich mal die Fässer zerstören. Hui. Ich brauche mehr Kanonenfutter. Männer, meldet euch freiwillig. Was heißt mehrere Ziele? Ja.
War doch gar nicht so schlimm. Das war nicht gut. Komm schon, ein bisschen mehr Deckung, Kollege. Bisschen mehr Deckung. Keine gute Deckung. Einfach keine gute Deckung. Komm, die müssen mich verfolgen und dann können wir einen nach dem anderen picken. Und dann in der Zwischenzeit lädt sich natürlich unsere Fähigkeit auch auf. Setz ihn dann auch mal ein. Ja. Attacke. Komm schon, einer liegt da doch noch. Sehr gut. Jetzt 1 versus 1. Wer wird gewinnen? Ich glaube, ich. Ja. Wenigstens mal eine Waffe mit Bums. So. Wer denkt hier, dass er gefangen ist? Na gut, das müssen wir dann den Schluss knacken. Oh, so geht's auch. Keine Ahnung, was er da macht, aber es scheint zu wirken. Gospodi! Na, na, er ist potthässlich und kämpft wie ein Mädchen. Was wollen die denn? Keines, mit dem ich tanzen würde, aber der Colonel hält ihn für nützlich. Ich habe euch gerade gerettet. Was der Colonel sucht? Da, hier, diese Brücke. Der einzige Ausweg auf saxonischer Seite. Dort gibt es alte Befestigungen, sogar Häuser. Diese Stellung ist so gut wie uneinnehmbar. Richtig. Und keiner kommt aus dem Tal raus. Doch, ich bin rausgekommen. Wenn der Colonel das will. Tja, ganz recht. Was der Colonel will, das kriegt er auch. Supi. Ich kann helfen. Nimm die Brücke ein. Das kriege ich hin. So, ich nehme noch einmal Gesundheit. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Brücke ein. So. Das ist doch schön, sind wir kampfbereit. So, dann dahin, wo wir hergekommen sind. Kommt schon. Macht mal ein bisschen hin hier. Aber ich bin froh, dass die Truppen mich so beleidigen. Dann fühlt sich's nicht gerade schlecht an, wenn die alle draufgehen durch mein taktisches Geschick. Oder Ungeschick in dem Fall. Ich bin ja in geheimer Mission gegen die Russwirts, also so ein Doppelagent. Das heißt, das passt schon ganz gut, dass unter meiner Führung die Russwirts draufgehen. Zumindest die Fenris-Soldaten. Was liegt diesmal an? Ich weiß, wo ich hin muss. Gesichtet. Das ist schön, dass du weißt, was anliegt. Hui! Mach dir fertig! Ich muss sagen, dieses Monster richtet viel Schaden an. Mhm. Aber bis zum Tod da drin stecken? Nein, danke. Ich seh's. Das ist nicht sehr gut, dass die auf uns schießen. Irgendwo hier ist doch der Mörser. Komm schon, Kettenblitz. Kettenblitz. Macht sie doch mal platt, Jungs. Ihr könnt auch nicht richtig ausweichen. Jo, ihr nehmt die Kanone. Ist hier noch eine Kiste mit Gesundheit? Ich glaub nicht. Anti-Mech-System wartet auf Anweisung. Ja. Wir sammeln uns mitten auf der Straße. Das ist doch ein wunderbares System. Ja, das wird helfen. Ja, keine Ahnung, was die Ressourcen uns gerade bringen. Wir können ja eh nichts machen, aber sind sie wenigstens beschäftigt, während wir hier auf die langsamen Kanoniere warten. Tja. Hier mit dem Öl. Panzerbrecher hält sich bereit. Und schön für den Panzerbrecher. In Ordnung, wir machen uns auf den Weg. Du seid ihr fast fertig? Jo. Klingt gut. Bereit zur Zielerfassung. Ja, ja, dann nach euch, Jungs, nach euch.
Panzerbrecher hält sich bereit. Es gibt viel zu tun. Ah, okay. Primärziel abgeschlossen. Wir haben die Brücke. Was jetzt? Das Tal ist abgeriegelt. Startet den Angriff. Und Litschner, gar nicht übel. Lasst niemanden aus dem Dorf. Wir können keine Zeugen brauchen. Verstanden. Gut, Ribiata. Zeigen wir es ihnen. Baut Befestigungen. Macht euch kampfbereit. Wir haben ein neues Primärziel. Muss ich mich dann umdrehen? Bereit zur Zielerfassung. Ja, gehen wir. Ihr habt doch gar nichts zum Bauen. Hier ist ein Gegner. Eine neue Mission. Ah, die kann ich jetzt steuern. Kanone bereit für Befehle. Ich erledige das. Es gibt viel zu tun. Ist das schon euer Bestes? Ich weiß, wo ich hin muss. Zielerfassung. Na gut, dann bleiben die mal hier. Ich weiß leider nicht, in welche Richtung ich die aufstellen muss. Boah, passt erstmal so. Ja, natürlich ist es wichtig. Was ist denn mein Primärziel? Gegnerischen Truppen zu besiegen. Ich gehe voran. Na gut, dann wollen wir mal. Machen Sie Meldung. Wieso gehen die... Geht doch nicht in unterschiedliche Richtungen los. Komm schon. Was zum Teufel geht hier vor sich? Tja, eine geheime Mission. Macht ihr platt? Ah, das waren die falschen. Hier haben wir noch zwei Flammenwerfer-Mechs. Und das ist gut. Wo immer du Stellung beziehst, mach's mit Nachdruck. Da ist doch noch einer. Total unauffällig, was wir hier machen. Oh, hier ist noch einer. Laut Minimap. Okay, den sehe ich gerade nicht mehr. Der kann ja ruhig überleben. Müssen ja nicht wirklich alle ausschalten. Mensch, ihr seid aber weit gespaced. Ja, schmeißt mal die Brenner an, Jungs. Das ist gut für dich. Guckt mal, wie viele hier sind. Ich brauche aber hier meine Raketenwerfertürme. Ja, brecht ihren Widerstand. Das sind coole Teile. Coole Waffen. Genau, haltet die Feuerrate konstant. Komm schon, hat irgendeine Einheit einen Spezialtrick noch? Attacke! Attacke! Schön weiter draufhalten. Schön weiter draufhalten, Jungs. Nichts hält uns auf! Ich wusste gar nicht, dass ich eine Falle habe. Okay, aber dann ist das tatsächlich hier. Glauben Sie, es ist groß genug? Ja, ja. Ja? Ja, ja, das passt schon. Ein Held ist ein Rang aufgestiegen. Lasst, zieht den Kopf ein! Lasst! Wieso geht das mit der Kanone nicht? Lasst sie aus! Na gut, dann raus da. Versteckt euch! Na gut. Ich hab's probiert. So. Jungs, wir müssen das hier zerstören. Glaube ich zumindest. Wird nicht schaden. Wir haben einen Infanterietrupp verloren. Ja, ja. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Hier sind wir ja gerüstet. So. Die laufen auch die Falle zu, so wie es sein soll. Ja, mach mal mehr Druck hier. So, meine Falle da oben ist aber nicht sehr fallenmäßig. Naja, ein bisschen. Zuwurf. Du hast das im Griff, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier kaputt machen muss. Ich würde sagen, es schadet nicht.
Ich schade doch nicht. Komm schon, mach's platt. Ja, ja, die schaffen das da oben schon. Die schaffen das schon. Wir schauen mal hin. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Na, wunderbar. So, und ihr kommt hier klar? Ich brauche nur Kopf und denen wird nichts übrig bleiben. Das ist doch gut zu hören. Das ist doch gut zu hören. Ja, ihr macht jetzt den Schrapnellturm aber als erstes kaputt. So. Na, das läuft doch schon mal gut. Und dann haben wir nur noch einen Gegnerklotz hier. Das ist gut. Dann marschieren wir jetzt zum anderen Punkt. Ah, noch ein Hauptquartier. Das machen wir vielleicht ein bisschen langsamer. Ja, ja, ihr bleibt hier schön stehen. Na, das wollen wir doch hoffen. Attacke. Hui. Ja, die sehe ich auch. Oh, noch ein Schrapnellunterstand. Macht ihn fertig. Wie bin ich da rausgekommen? Zuboff, du sollst doch auf die draufhalten. Glaub, ich zieh mal nach mit Yannick. Weil sein Raketenwerfer wäre dann hier doch schon relativ praktisch. Ja, ja, chillt mal. Oh, ich glaube, das kriegt man doch ganz gut hin. Ja, yeah. So, Zuboff, du machst den Rest. Du machst einfach den Rest. So, die Werkstatt löscht man natürlich auch aus. Komm schon, Zuboff. Ja, und jetzt auf die anderen. Ran an den Feind. Komm schon. Na, ja, so viel hat der Kettenblitz hier nichts gebracht. Komm schon. Das klingt doch gut. Haben wir hier viele Feinde. Komm schon. Fast geschafft. Wenn Victor nicht versagt, ist es so gut wie erledigt. Wir sind Victor. Mist, die dürfen nicht abhauen. Fuck. Raketenwerfer. Ja. Wir haben keine Stellung mehr da oben so wirklich. Die hauen ab, die dürfen nicht abhauen. Komm schon. Ran an den Feind. Ran an den Feind. Ja. Ein Glück hauen die nicht ab. Komm, Kettenblitz. Sehr schön. Genauso effektiv wie ein Kettenbrief damals. Was? Feindliche Einheiten wo? Ich werde Ihren Widerstand. Eine neue Mission? Eröffne das Feuer. Machen Sie Meldung.
Mehr gibt's doch nicht, außer die Werkstätten noch. Triggert es deswegen nicht, nur weil die hier nicht zerstört sind. Das wäre ein bisschen dämlich. Komm schon, Nahkampfangriff ans Gebäude. Du machst doch gar nichts, Zubow. Ah, jetzt. Und da steht ja noch eine Haubitze. Na komm schon. Ja, beide brennen. Komm schon. Noch ein paar Schläge oder Einschläge. Zubow. Sehr schön. Und was müssen wir jetzt machen? Sind doch schon alle tot. Oder gibt's da noch irgendwo irgendein... Ich werde mir vor Ort ein Bild machen. Das ist gut. Weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir nochmal hier hoch. Da sind wir ja auch abgehauen. Lassen Sie mich raten. Hauen wir mal. Keine Ahnung, warum es gerade nicht triggert. Vielleicht gibt's hier irgendwo noch was. Ich schick dich ja auch voran. Wenn es meine Aufmerksamkeit wert ist. So, wo Feinde? Da ist zumindest ein Health-Item. Der hätte ein paar Freunde mitbringen sollen. Der einsame Schrapnellunterstand hätte Freunde mitbringen sollen. Warum denn das? Ich schätze mal. Ich hoffe nicht, dass es wegen diesem einen Unterstand hier scheitert. Beziehungsweise nicht triggert. Das fände ich dämlich. Wo sind denn die restlichen Trupps? So. Noch einmal bitte. Das ist eine gute Frage. Na gut, dann müssen wir noch mal ein bisschen rumdackeln und schauen, wen wir denn noch nicht besiegt haben. Die Mechs dürfen auf der anderen Seite das gleiche tun. Da ist noch ein Schrapnellunterstand. Feinde sehe ich jetzt aber auch nicht wirklich. Ihr jagt im Moment Menschen. Das muss reichen. Vielleicht sollte ich die auch noch irgendwo hinschicken. Ich meine, so viel bringen die jetzt auch nicht. Mach du es doch kurz. Schön für dich. Weiß gar nicht, was jetzt fehlt, um zu triggern. Vielleicht doch ein einsamer Soldat, den wir vorhin am Startgebiet gesehen haben. Wer weiß das schon. So, ihr zwei. Dürft mal hier unten nachschauen. Nix. Das ist ja das Problem. Nichts Neues gibt es. Oder muss ich mit Zubow einfach zur Brücke? Das wäre auch dämlich. Dann hätte ich ihn jetzt komplett falsch geleitet. Ich werde mir vor Ort ein Bild machen. Na gut. Wir schicken dann diese Einheiten dahin. Zubow schaut nochmal hinten nach. Und dann gehen wir zur Brücke und dann... Cut ich zu der Stelle, wo die Sequenz dann triggert. Will euch jetzt ja auch nicht ewig hier beim Suchen und Zerstören. Ja. Hauptsächlich beim Suchen zusehen lassen, weil ich habe keine Ahnung, wo die letzte Einheit von denen ist. Hier sind vielleicht noch ein paar stationiert. Ist aber auch nur eine einsame Kanone. Du sollst hier kein Bild machen, du sollst mal hier zu Potte kommen. Da sind zumindest Rohstoffe und wo Rohstoffe sind, sind eventuell noch Feinde. Es gibt viel zu tun. Ja, schickt man die mal hier hin. Nicht, dass es arg viel bringt, aber vielleicht. Und hier haben wir keine Feinde. Das ist gut. Ich spring mal ein bisschen. Ah, ein Feind ist hier noch. Nee, hier sind noch so... Explosive Räder. Drei Einheiten.
Wieso sind denn hier noch so viele? Ich glaube, wir haben es gefunden. Komm schon. Die machen aber ordentlich Schaden. Komm schon. Mach ihn fertig. Und das Ding, das hier diese Explosivräder herstellt. Hau ihm ins Maul. Ein Glück. Nein, treffe in Rückenpanzerung. So, das gleiche machen wir aber jetzt bei dem. Ein Glück ist Zuboff gerade so stark. Guck mal, der Mörser geht drauf, ist das nicht schön? Na, das will ich hoffen. So. Ich wusste nicht, dass da noch so viele Feinde sind. Hätten sie auch irgendwie markieren können. Komm schon, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Na, ein Schuss noch. Ein Schuss noch. Ja. Das war immer noch nicht alles? Oder nimm mal Gesundheit. So, ihr geht nochmal zur Basis hier. Ach, da sind Ziele. Wollen wir doch hoffen. Sehr schön, da ist noch ein Sunny, schaltet ihn aus. Ach, und da kommen noch ein paar Truppen. Ja, dann hilf mal. Komm schon. Ich glaube aber, das müssen die letzten sein. Arg viel mehr kann es ja echt nicht sein. Ja, endlich. Sieg. Damit haben wir uns aber wieder eine schöne Videosequenz verdient. Und wie viele Medaillen? 2. Na gut, das reicht mir. Ja, ja, lasst mich fortsetzen. So, was haben wir uns denn hier als schöne Story-Ding verdient? Ja, ja, ist hier gut, ist hier gut. Fortsetzen. Da kommt sie auch schon. Gut gemacht, Victor. Dankeschön. 30 Minuten westlich von hier kampieren wir bis Sonnenaufgang. Brennt das Haus nieder. Keine Überlebenden. Was? Das sind Zivilisten? Zivilisten oder nicht, es darf keine Zeugen geben. Na gut, dann schalten wir uns alle gegenseitig auch noch aus. Es geht darum, was sie einmal tun könnten. Hm? Zum Beispiel uns an die Saxonia verraten. Nein, das dürfen wir nicht zulassen. Brennt es nieder und lasst es aussehen, als wäre es der polanische Widerstand gewesen. Jawohl! Die töten dich. Bastarde. Brennt das Haus nieder. Oje, da bin ich unglücklich. Was man nicht alles tut, um zu infiltrieren. Viel, viel schreiende Frauen und Kinder. Komm schon, töte Zuboff. Töte Zuboff. Nee, wir wissen ja, wie es mit Zuboff endet. Oh, das war nur eine Gewaltfantasie. Du fragst dich, wie ich damit leben kann, Unschuldige zu töten. Das ist der Krieg. Er liegt in unserer Natur und er wird nur immer schlimmer und grausamer werden. Ja, ja. Und irgendwann löscht er die gesamte Menschheit aus. Dann haben wir der Familie einen Gefallen getan. Was, wenn sie falsch liegen und dass sie der letzte Krieg war? Morgen siehst du, woran Saxony arbeitet, Victor. Waffen, die St. Petersburg in nur einer Stunde erreichen. In Saxony drückt einer auf einen Knopf und abertausende Russen sterben. Man kann sich nicht zurücklehnen und hoffen, dass niemand ihn drückt. Wir müssen die mit dem Knopf sein. Dein Anzug ist die Waffe, die wir brauchen, aber meine Ingenieure verstehen nicht einmal, warum du noch lebst. Das weiß ich auch nicht. Technologie ist wie Magie. Es gibt nichts, was er nicht schafft.
meinen Sie, er könnte mich hier rausholen? Ja, wenn wir ihm seine Geheimnisse erst rauskitzeln, kann das jeder unserer Wissenschaftler. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Jedes seiner Geheimnisse wird uns gehören. Dann haben wir die Macht, der Welt Frieden zu bringen. Und keiner kommt gegen uns an. Aha, ja, es geht um Frieden. Wusste ich doch. Es sind gar keine Bösewichter. Wir wollen ja nur Frieden. Na gut, damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.